Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem Gespräch mit Wolfgang Niedecken, Spitzname Metre, bekannt als Sänger und Texter von BAP. Ich glaube, ihn vorzustellen. Ja. Hieße Eulen nach Athen tragen, apropos Athen. Wolfgang trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift Athen 2004. Das freut mich besonders, weil ich war 2004 in Athen. Okay, Wolfgang, wir kennen dich als Sänger, Songschreiber, als Textdichter, aber als Autorin der Autobiografie kennen wir dich noch nicht. Was war der Anlass, ein Buch zu schreiben über ein bisher bewegtes Leben, aber ein Leben, das ja noch weitergeht, wie die neue CD zeigt? Ja, hoffen wir, dass mit dem Weitergehen, das wissen wir ja alles noch nicht, wie lange das alles weitergeht, aber ich habe noch viel vor und deswegen wäre es schon schön, wenn es noch möglichst lange weitergehen würde. Ausschlaggebend, das Buch zu schreiben, war der näher rückende Termin meines 60. Geburtstages, jetzt am Ende des Monats. Und da ich sehr gut mit einem Literaturwissenschaftler befreundet bin, jetzt seit 2 Jahrzehnten, kamen wir irgendwann zusammen auf die Idee, wir könnten da eigentlich mal eine Autobiografie machen. Und dann haben wir auch schon fast angefangen. Mit dem Oliver Kobold, der auch auf dem Buch draufsteht, also mit Oliver Kobold, er hat die Hauptarbeit tun müssen. Ich habe einfach erzählt ohne Ende und wir haben das aufgenommen, protokolliert und er hat aus all dem, was ich erzählt habe, im Endeffekt dieses Buch gewebt. Man kann eigentlich sagen, er hat es gewebt, weil das ist schon sehr schwer, 6 Jahrzehnte zwischen 2 Buchdeckel zu kriegen. Da muss man sich auch entscheiden, was lässt man weg. Und das wichtigste Ausschlusskriterium war, sobald ich merkte, dass ich mich beim Erzählen zu einem Thema selbst anfing zu langweilen, haben wir es einfach weggelassen. Ganz einfach. Nochmal die Frage, ist man als Textautor so weit davon entfernt, auch ein Buchautor zu sein? Mich hat die Co-Autorenschaft zumindest überrascht. Nein, also ich hätte mit Sicherheit dieses Buch nicht so schreiben können, wie der Oliver das geschrieben hat. Mit absoluter Sicherheit, weil ich wäre irgendwann in so eine Chronologie verfallen und hätte immer das Gefühl gehabt, das musst du jetzt aber auch noch erzählen und wenn du das nicht erzählst, dann wird man denken, du kneifst. Und zu zweit ging das einfach viel, viel besser, weil man sich auch bestärken konnte in den Vorsätzen, die man mal hatte. Und wir konnten es auch immer wieder so wie der Advocatus Diaboli lesen. Und wenn wir jetzt das so machen, entspricht das dann dem, was wir wirklich wollten? Also so eine Autobiografie von jemandem, der in der Öffentlichkeit steht, mit einer Rock'n'Roll-Band, die man jetzt überregional seit über 3 Jahrzehnten kennt, dann kann das schnell so ein höher, größer, schneller, weiter Aufzählbuch werden. Ja, das kann auch so meine Yacht, meine Villa, mein Auto werden. Der ganze, oder so ein Vollständigkeitswahn. Und dann haben wir die Platte gemacht und dann haben wir auf der Tournee vor so und so vielen Menschen gespielt und dann haben wir das so und so vielte Nummer-1-Album gemacht und all so ein Zeug. Ja. Und will ich das denn eigentlich lesen? Also mich langweilt das. Und deswegen hat das Buch einen ganz anderen Kurs genommen. Und zu zweit, zwei Menschen, die sich sehr vertrauen, können sich auch auf Fehlschritte gegenseitig aufmerksam machen. Mhm. Und deswegen ist es auch so in der Spur geblieben und auch so vielfältig geworden, weil ich teilweise auch an bestimmte Sachen gar nicht mehr so gedacht habe, an die er aber gedacht hat. Und umgekehrt, wenn ich dann einmal im Erzählfluss war, kamen auf einmal Geschichten, wo ich mich wunderte, dass er die noch nicht kannte, weil wir kennen uns seit 20 Jahren. Und das ist natürlich eine wunderbare Herangehensweise. Es ist was ganz anderes als beispielsweise bei dem Buch Auskunft, das zu meinem 40. erschienen ist. Das waren damals 2 Tage Gespräch, protokolliert, niedergeschrieben, gegengelesen. Und dann blöderweise ist man hingegangen und hat die Hälfte des Buches nochmal in die erste Person verpflanzt, umgeschrieben, sodass es eben wie eine Autobiografie aussah. Aber das waren 2 Tage Gespräch. Hier ist für jedes Kapitel mindestens 3 Tage, manche Kapitel sogar eine ganze Woche und dann nochmal der Feinschliff. Also wir haben an diesem Buch mit Unterbrechung 2,5 Jahre gearbeitet. Okay. In deinem Buch nimmst du Bezug auf eine Textzeile aus dem wahrscheinlich bekanntesten, größten Hit von BAP, verdammt lang her.
Dort heißt es, dass ich endlich da ankomme, wo ich hin will. Der nahende Geburtstag ist ja auch so ein bisschen Rückblick. Bist du jetzt dort, wo du hin wolltest? Ich glaube nicht, dass ich jemals da sein werde, wo ich hin wollte, weil ich nie wusste genau, wo ich hin wollte. Ich wollte mein Leben, das ging mir eigentlich als Jugendlicher, als 16-, 17-Jähriger, wurde mir das immer klarer. Ich werde mein Leben nicht auf dem sicheren Weg verbringen wollen.